Ja, meine Lieben, es ist mal wieder soweit. Es ist ein Weilchen her, aber jetzt geht's weiter mit Tomb Raider, die Chroniken oder Tomb Raider Chronicles. Ich bin immer noch ganz fasziniert hier von dem Menü zwischen Sequenzen. Ja, also ich weiß nicht, was hier passiert. Ich weiß nicht, ob wir noch so einen schönen Lara Croft Matrix-Abschnitt bekommen. Ja, aber zimperlich geht sie nicht vor. Naja, das letzte Mal haben wir ja gestartet, da sind wir ja jetzt in Rom tatsächlich, in der Vergangenheit. Soundbild, alles da. Sehr schön. Erstmal hallo, Jucke Biene, herzlich willkommen. Genau, da sind wir ja schon auf Pierre de la Fromage getroffen, ja. Und Larsen, die wir ja auch aus Tomb Raider 1 kennen, aber scheinbar ist Lara schon mal auf die getroffen. Das ist ja ihre Vergangenheit, weil Lara ist ja tot, ne? Die wollten ja Lara töten. Vierten Teil haben sie extra begraben, im wahrsten Sinne des Wortes. Geben Sie mir Ihre Hand, geben Sie mir Ihre Hand, geben Sie mir Ihre Hand. Hat sie nicht gemacht, jetzt ist sie tot, aber es gibt noch so viele Storys zu erzählen aus Laras Leben und mehr oder weniger haben die Entwickler das so ein bisschen rausgepresst, sagen wir es mal so. Aber ja, das erste Level hat mir ganz gut gefallen. Ich glaube, Yuki Biene, du würdest mir da zustimmen. Die Straßen von Rom und ich würde sagen, weiter geht's mit Trajans Märkte. Warum übrigens die Umlaute so komisch aussehen, weiß ich auch nicht. Es muss irgendein Fehler sein. Keine Ahnung. Oha. Was war denn das für ein epileptischer Anfall gerade? Okay, aber geht. Hat gerade so ganz komisch gezittert irgendwie. So. Ich hoffe, ist alles okay soweit. So. Was haben wir da hier? Bergolo. Das sieht ein bisschen aus wie Explosion. Nee, da kann man einfach zerschießen. Gut. Ach, schön. Sieh mal einer an. Da haben wir unsere wunderbare Brechstange. Ich finde das immer noch so lustig, dass man hier eine Timex-Uhr mit eingebaut hat. Ernsthaft? Ach komm schon. Core-Design. Habt ihr das so nötig? Da kann man irgendwie den Kohlewagen, die Schubkarre umwerfen. Das ist überhaupt nicht. Das sollen Steine sein. Ziegelsteine auch schön. Oder Bordsteine. Hat man einfach die Textur da in die Schubkarre geklatscht. Oh, Achtung, Lara, bitte nicht wieder dein Genick knacken. Das muss ja nicht sein. So, ich glaube, da geht's nach oben, wenn ich mich. Ja, gut. Ich habe richtig gesehen. So. Ja, da kommen wir gar nicht hoch hier. Schade. Also da sind wir, müssen wir noch ein bisschen unsere Schenkel trainieren, ja. Etwas mehr trainieren, um dahin zu kommen. Das heißt, leider wird das doch so nix. Naja, egal. Da kommen wir wahrscheinlich später hin. Wirklich. Wunderbar. Da. Ja, dann wollen wir uns mal ein bisschen hier umgucken. Wir ziehen schon mal die Pistolen, ne? Weil kennt man ja Rom, die Geisterstadt, höchstpersönlich. So, jetzt können wir hier durchbrechen. Nee, das geht natürlich nicht. Das andere, wo Bergolo drauf stand, konnte man einfach aufbrechen oder zerschießen. Das kann man aber nicht aufbrechen. Aber wo sind wir jetzt? Ist das irgendwie ja Quarantäne-Stadtviertel oder sowas, wenn die überall Warnschilder sind? Ach, hier komme ich einfach durch. Okay, das kann ich, wohlgemerkt, die Tür kann ich mit dem Brecheisen öffnen. Die andere nicht. Die nur so aus ein paar morschen Holzlatten besteht. Es gibt Dinge, die muss ich nicht verstehen, aber ich dachte, Venedig. Na, Venedig ist Teil 2 gewesen. Jetzt sind wir in Rom. Das ist. Jede Stadt auf dieser Welt ist eine Geisterstadt, verstehst du? Ich meine, London war vom Prinzip auch ziemlich leer, wenn du es mal so siehst, ne? Ich meine, da gab es zwar ein paar Menschen, so ist es nicht, aber das waren auch nur Gegner. Also eigentlich waren es irgendwie unschuldige Wachmänner. Mehr war das ja gar nicht. Aber gut, so ist Lara. Die schießt alles ab, was nicht bei 2 auf dem Baum ist, ne? Ah, guck mal. Wunderschön, man hat uns hier ein Seil hingestellt oder hingespannt. Okay. Also dieser Satz hat so viele Fehler. Rom ist aber auch Ghetto. Weiß jeder, hat schon Gandhi gesagt. Das ist, ich merke schon, du hast gut im Geschichtsunterricht aufgepasst. Das finde ich super. Also. So, kann ich das hier wegschießen? Nee. Ja. Warum kann ich zum Beispiel hier nicht. Das ist auch schade, ne? Warum kann ich nicht einfach hier das Fenster oder die Fenstergitter weghebeln. Irgendwie habe ich Lust zu springen. Ja, sorry. Es musste jetzt sein. Ich konnte nicht widerstehen.
Boah, also von diesem Ladeflackern da kriege ich irgendwie einen epileptischen Anfall, muss ich jetzt ehrlich sagen. Schön. So, wie komme ich jetzt hier wieder hin, ohne zu sterben? So, muss ich mich ein bisschen seitlicher fallen lassen. So, jetzt funktioniert's. Alles ist gut. Komm, zieh dich hoch. So. Jetzt kommt der spannendste Teil von Tomb Raider 5. Seil balancieren. Seiltanz, juhu. Ne? Ja, ne, also ich glaube, in der Zwischenzeit kann ich eine ganze Hausarbeit schreiben hier. Das ist wirklich. Und weiter. Frage ist, kann ich da seitlich springen, theoretisch? Wow, wie elegant. So viel Grazie auf jeden Fall. Also, ich kann es kaum glauben. Ich hoffe, es kommt in die Situation, wo wir mal verfolgt werden. Das ist bestimmt auch lustig, wenn Lara so ganz langsam sich auf dem Seil bewegt, während sie da von allen Seiten abgeschossen wird. Agil wie ein Nilpferd beim Trinken. Ja gut, ein Nilpferd würde ich gerne mal auf dem Seil sehen. Das wäre wahrscheinlich ein sehr, sehr kurioser Anblick. Aber guck mal, hier kommen wir hin. So nur so ganz komisch seitlich springen. Ja, nee, warte mal. Das hole ich mir aber. Da ist Munition. Munition. I need some munition, please. Oder warte mal, kann ich, wenn ich auf dem Seil bin, theoretisch einfach springen? Geht das? Warte mal, das muss ich mir mal angucken. Jetzt bin ich wieder zur Hälfte. Wow, 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 Lara! Nein! Vor allem, du kannst doch wenigstens mal ein bisschen versuchen, dich nochmal hier zu stabilisieren. Einmal und dann fällt sie gleich runter wie so ein nasser Sack. Ja. Ach, Laralein. Es sollte wohl nicht sein. So, jetzt. Kann ich springen? Also, wenn ich. Nee, ich kann nicht springen. Aber schön, wie sie wackelt, ne? Oh nein, Hilfe! Hopp! Knack. Ich muss also doch hier irgendwie so einen komischen seitlichen Sprung machen. Es geht mir immer nur so schwer hin. Also, es ist. Oder warte mal, ich kann ja mal versuchen, so einen Dingsprung zu machen. So einen Abrollsprung. Nee, da breche ich mir den Kiefer. Das geht nicht. Das geht leider nicht, ne? Mann, Lara! Das ist immer so, wirklich, das ist hier so Millimeterarbeit, ne? Das ist halt. Ich meine, ich will die. Ich möchte die Munition schon haben, ne? Ich meine, es macht sogar wahrscheinlich nicht so viel Spaß, mich da zu sehen, wie ich 5000 Mal. Oder kommt man da von der anderen Seite hin? Vielleicht mache ich gerade auch was falsch. Warte mal. Ja, man kommt von der anderen Seite hin. Wahrscheinlich. Ja gut, konnte ich ja jetzt nicht wissen, ne? Boah. Ja, aber ich muss sagen, sieht doch ganz schick aus dafür, dass die Entwickler ab dem Teil keinen Bock mehr gehabt haben. Sieht das doch ganz schick aus. Jetzt komme ich da nämlich hin. Ja. Ich meine, Rom ist ja auch eine schöne Stadt, ne? Also, die man so schön als Location verwenden kann. Das ist doch ganz nice. Wo ich muss sagen, die neuen. Das neue Sounddesign finde ich sehr lustig, muss ich sagen. Also, wenn du mal so hörst, wie sich immer hochzieht. Mein Arthritis! Ui! Ui! Okay, warte mal. Also, nur mal zur Info, von wo bin ich jetzt gekommen? Hier geht es wieder runter, ne? Das will ich ja eigentlich nicht, aber. Hier könnte ich auch runter. Wahrscheinlich soll ich das auch. Finde es bis jetzt auch noch ganz fein, ja. Die Gabel, danke für die Erinnerung. Ja, bitteschön. Stimmt ja, ne? Wie hast du gesagt, es klingt, als ob man ihr eine Gabel da reinrammen würde, ne? Okay, jetzt kommen wir auch wieder nicht hoch, ne? Na doch. Ja, doch, doch, doch. Das ist nicht der gleiche Raum. Ins Bein. Oder wo auch immer hin, ne? Auf jeden Fall hat Lara Schmerzen, das hört man. Die Synchronsprecherin. Ah! Aua! Na gut, ich komme ja jetzt hier wieder hin. Das ist ja alles fein.
Oh, was ist denn jetzt los hier? Oh, ein Zahnradrätsel. Was? Liegt da was? Wo? Irgendwas übersehen? Ah ja, du hast recht, habe ich gar nicht gesehen. Bist du? Ja, guck mal, das war die Tür, die wir nicht aufgekriegt haben. Die wir immer noch nicht aufkriegen. Es ist eine lasche Holztür. Was ist das denn? Haben wir überhaupt schon eine Schrotflinte? Ne, wir haben einen tollen Revolver. Aber eine Shotgun. Oh, jetzt hat man sich mit Schrotflinte übersetzt. Das ist wirklich die Shotgun. Ne? Die haben wir noch nicht in unserem Besitz. So, also, ich sehe schon, das Level scheint sehr dachlastig zu sein. Ne? Also, wir bewegen uns sehr, sehr weit hier oben entlang. Ach, sagen wir mal, ist doch schön hier. Ein bisschen Licht, ja. So. Ne? Soll ich jetzt hier etwa hinspringen? Nee. Da lande ich wieder unten. Das will ich ja nicht eigentlich, ne? Oder soll ich jetzt nach unten? Nee, kann doch nicht sein. Ich meine, ich bin jetzt hier. So. Nur gut, dass wir einen Dachschaden haben. Mit Dächern kennen wir uns aus, ja. Ja gut, wenn du es so paraphrasierst, dann mag das schon stimmen, ne? Gut, kann auch sein, dass wir uns wirklich fallen lassen müssen, dass da irgendwie, dass wir jetzt in einem anderen Gebiet sind. Weil, wie sollen wir sonst da weiterkommen? Ja, guck mal, wir sind hier nämlich in einer anderen Gasse. Wir sind in der Gosse gelandet. Ja, sehr wenig Gegner hier, was ist denn hier los, sag mal? Dann strömen doch immer tausend Gegner einen entgegen. So, jetzt hier haben wir schon mal das erste Zahnrad oder das erste Getriebe. Also irgendwas muss da passieren. Wir London-Experten, ja. London. Erinnere mich bloß nicht dran. Also London ist wirklich. Ich glaube tatsächlich, ich muss sagen, ja, ich fand jetzt zu den letzten, das letzte Viertel von Teil 4 jetzt auch nicht so pralle. Aber ganz ehrlich, London, also dieser ganze komplette London-Abschnitt, ich glaube, das war einfach nur, also absolut grenzwertig. Sorry, aber für alle, die London mögen, ihr tut mir leid, ja. Ich weiß, es gibt diverse Fans, zum Beispiel von Aldwych und dem allen, aber da war wirklich jedes Level eine Qual. Ich kann es halt anders nicht sagen, es tut mir leid, ja. Also, für jemanden, der so labyrinthisch nicht veranlagt ist, so wie ich, ist das natürlich eine reinste Qual. Wenn wir wieder nach oben klettern. Hier unten gibt es scheinbar erstmal gerade nichts. Vielleicht geht es dann hier oben faktisch weiter. Wow. Was ist das denn? Also man guckt sich mal das Panorama an. Das sieht schon ziemlich lustig aus. Das sieht aus, als ob man gerade in so einem. Weißt du, aber ich erinnere so ein bisschen an die Truman-Show, ne? Wir sind so gefangen in einem Fernsehstudio. Siehst du das da hinten? Das sieht so richtig wie so eine Wandtapete aus oder so. Ja, wow. Elegant. Ich hab's versucht, ne? Es soll nicht sein. So, was will man jetzt von mir? Was will man jetzt von mir? Also, da können wir hochklettern. Hier drin ist nichts. Also hier ist schon was, aber das können wir halt nicht auf den ersten Blick öffnen. Das wird wahrscheinlich dann der Durchgang sein, wenn wir irgendeinen Mechanismus aktiviert haben. Da freust du dich wieder. Hat geknackt. Das Lara hat sich wieder das Rückgrat geknackt hier. Ja, warum ist hier eine Leiter? Also jetzt mal ganz gefragt. Ich meine, hier entlanghangeln kann ich mich ja auch nicht. Oder geht das? Kann ich mich hier theoretisch? Warte mal. Versuch's mal. Nee, geht nicht. Aber so ganz nach oben kommen wir auch nicht. Also zur Seite geht's. Ja, wir könnten höchstens mal, was wir versuchen könnten, was ich noch nicht gemacht habe, ist hier links. Ja, genau den. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Das hätten wir mal machen können. So, ganz nach oben klettern kann ich nicht. Da traut sich Lara nicht. So. Gut, da sind wir ein kleines Fitzelchen weitergekommen. Okay. Ich gehe mal davon aus, wir können uns da nicht langhangeln oder ranhangeln, ne?
glaube, von hier sind wir gekommen, ne? Oder? Hier noch was? Ah, guck mal! Ich dachte, du hättest das schon probiert. Nee. Oh. Okay, wir müssen das Ding noch weiter aus dem Boden schieben. Geht's noch weiter? Ah, es geht noch weiter! Und nochmal, oder? Dann müsste es ja auf einer Ebene sein. Und komm. Geht's noch weiter, oder war's das? Es geht noch weiter. Nee. Jetzt ist der Mechanismus blockiert. So, das heißt, das Rad haben wir schon mal in die richtige Ausgangslage gebracht. Ja, schön. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur irgendwo einen Schalter oder einen Hebel finden, der das ganze Gedöns aktiviert. Ja, aber ich muss sagen, das sieht schon, also... Naja. Also das Panorama sieht wirklich ein bisschen hingeklatscht aus, aber ist egal. Also, wir wollen es verzeihen. Wie gesagt, wahrscheinlich waren die meisten Entwickler zu dem Zeitpunkt schon in der Midlife-Crisis oder hatten ein komplettes Burnout, ja. Ich kann es dir nicht verübeln, wie gesagt. Also wenn ich das Spiel irgendwie zum fünften Mal programmieren müsste, wäre ich wahrscheinlich auch irgendwann komplett kaputt. Weil man darf ja nicht vergessen, es gab ja dann auch noch Erweiterungen von Teil 1, 2 und 3. Gab es da nochmal solche Mini-Erweiterungen, die jeweils so drei, vier Level irgendwie mit sich gebracht haben. Das dann auch nochmal, ne? Also. Ich habe gerade Hundebellen gehört, war das jetzt hier im Spiel, oder? Ne, das hatten wir doch schon, oder? Ne, oh! Es dreht sich! Wer ist denn das? Hallo? Das ist Winston in jungen Jahren hier, ne? Da steht er stramm hier. So, nice. So müssen wir nur noch runterkommen, ohne uns das Genick zu brechen. Ne, das ist mir zu gefährlich. Episch! Ja, das ist nett, ne? Das ist schon ganz gut. Also. Ah, hier, guck mal, hier können wir wahrscheinlich eine Abkürzung nehmen. Das war ja... Haben wir die Munition geholt. So, in der Hoffnung, dass wir jetzt nicht sterben. Okay. So, da kommt uns doch bestimmt jetzt irgendwas gleich entgegengerannt, oder? Ich finde es sehr verwunderlich, dass wir bis jetzt in keinen Bug reingelaufen sind, weil wir wurden ja gewarnt von wegen, dass das Spiel sehr buglastig ist, ne? So habe ich mir Winston immer vorgestellt. Dann kam Lara und er bekam Angstschiss, genau. Und dann entwickelte er sich langsam zum senilen, alten, furzenden Mann, ja? So ist das. So, wo führt uns das denn jetzt hier hin? Oh. Brecheisen, na komm, mach einfach auf hier. Schön mit dir Wald. Einfach, besser ist doch... Oh, Ratten. Ist ja egal, ich meine, das sind irgendwelche antiken Artefakte und sonstiges. Egal, einfach abbrechen. Was soll's. Yeah. Stimmt, da sind jetzt keine einzelnen Ratten mehr, das sind jetzt ja richtige Schwärme. Die auch die Wand hochklettern. Verpisst euch. Geht weg. Ich bin zu schön, um von Ratten gefressen zu werden. Ich glaube, die werde ich nicht los. Aber muss ich mit der Schrotflinte alle abballern, alle einzeln. Ja, wären das faktisch weniger oder bilde ich mir das ein? Ich bilde mir das ein. Ne? Ja. Die machen gerade nichts. Also, dann lass ich es halt in Ruhe, ganz ehrlich. Och. Da ist was Böses passiert, ne? Ah, die Ratten haben sich verpisst. Die hatten keinen Bock mehr. Okay, also wir sind jetzt in so einem alten, abgeriegelten Raum gegangen, nur um irgendein Gartentor zu öffnen. Ich weiß es nicht, aber in Rom sind die Ratten echt aggro. Ja, so ein bisschen, ne? Also sonst, ja, ich meine, in anderen Städten gab es auch Ratten, aber
Das waren dann so 1, 2, die mal uns entgegengekommen sind. Die haben sich ganz einfach abschießen lassen. Aber hier kommen sie richtig in Schwärmen und fressen sich durch meine Schuhe durch. Das ist kein normales Verhalten. Ich muss auch sagen, irgendwie, also es hat irgendwas Gespenstisches, ne? Dass Rom halt irgendwie so extrem ruhig ist, dass hier kein Mensch ist, keine Menschenseele. So, hier war ich doch schon, oder? Ja klar, jetzt bin ich wieder hier. Warte mal, da bin ich doch schon hochgeklettert, oder? Ja, nee, das war hier Drahtseilakt. Ja, nett. Aber was hat das jetzt faktisch gebracht? Jetzt sind wir wieder am Anfang. Die Tür war offen. Die Tür ist immer noch zu.